Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 68 und wir spielen weiter in der sengenden Schlucht. Wir brauchen immer noch weiter die Buttermesser des Todes. Wo sind sie denn? Was sind sie nicht? Ja, hier. Genau. Ich habe gerade gesehen. War sehr schön hier. Schwupp. Ein paar neue, nein, doch nicht. Wahrscheinlich, weil ich noch im Kampf war. Nicht so tragisch. Das schaffen wir auch schon. Jetzt sollten wir mal verkaufen. Jetzt ein, zwei Quests abgeben gehen. Können wir dann noch verkaufen. Schon mal schlafen. Ich finde komisch, dass der das nicht vergleicht. Das vergleicht er alles. Naja, was soll's. Ja, dann die nämlich gleich fertig. Die haben wir dann auch gleich fertig. Perfekto. Ich weiß noch nicht, wie weit wir mit den Spinnen sind. Okay, die Spinnen brauchen wir nur 18, 18, Quatsch, 11. So, die haben wir auch quasi fertig. Schon mal darüber. Schwupp. Da sind die Spinnen. Fiesen Möppis. Was ist das? Ah, okay. Die Dinosaurier müssen wir auch noch machen. Oh, die sind unten drunter. Weil hier quasi das Ding ist fast komplett ausgehöhlt. Ist ja ein riesen Höhlensystem drunter. Ich krieg immer jetzt auf die Mütze, ey. Immer von der doofen Spinne. Oh gut. Dafür kriegt die von uns auch ein Stick auf die Mütze. Oh, ich habe sogar einen Talentpunkt, den ich wieder skillen kann hier. Das könnten wir machen. Jetzt einen gezielten Schuss runter. Ich glaube, den brauchte man damals, aber ich bin mir nicht sicher. Ich mache einfach mal. Ich so denke. Sonst, wenn wir 70 sind, können wir mal umskillen. Dann gibt es wieder eine Umskill-Marke. Immer ganz cool. Also hier auf dem Server zumindest. Kriegt man dann alle paar Level. Ich glaube, den ersten mit 20 oder so. Dann mit 50. Und dann mit 70, dann kriegt man insgesamt 3 Marken. Und mit einer von dieser Marke kann man zum PvP-Händler gehen. Oder also einem PvP-Typen, der da immer rumsteht. Und dann kann man sich dann umskillen. Und die kann man, glaube ich, dann auch für Ehre kaufen. Die Marken. Das ist ganz cool gemacht. Weil wenn ich bedenke, dass das Umskillen immer so teuer war. Das fing an mit 1 Euro und dann ging das langsam hoch, ich glaube bis zu 50 Gold oder so nachher. 1 Euro, 1 Gold. Meine ich doch. War richtig gut, teuer. Mal kurz gucken, wie viele mittlerweile online sind. 54. 2 mehr als eben. Oder 3 mehr? Naja, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall immer gut besucht hier. Ich will auf jeden Fall versuchen,
wenn ich dann 70 bin oder vor 70, ein paar Instanzen zu gehen, damit ihr das auch mal seht. Das war schon cool damals. Erzählen kann man viel. Sehen ist besser. Daher gucken wir uns das an, wenn wir denn eine tolle finden. Aber die Anfangsinstanzen, die werden recht häufig, oder kann man recht häufig gehen, findet man auch schnell eine Gruppe. Das ist ganz cool. Vier Typen, rotieren lassen. Gehen wir lieber etwas weiter weg, weil das haben wir ja schon bei der vorletzten Folge oder so gesehen. Wenn der uns nämlich fehlt und wir weit genug wegstellen, funktioniert es nicht. Okay, jetzt sind wir voll. Gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwas essen können. Möchte jetzt Spinnenfleisch, Spinnenfleisch. So, aber das werde ich jetzt nicht wegschmeißen. Wir kriegen einfach nur ein Brot. Und was ich auch gesehen habe, dass unser Freund nicht wieder was aufgestiegen ist und ein paar Punkte bekommen hat. Denn der ist jetzt unser bester Freund wieder. Guck, das verstehe ich nicht. Der ist quasi Level Up. Aber braucht trotzdem, wenn wir dann 52 werden, immer noch etwas mehr EP als wir. Das verstehe ich nie. Und irgendwie, ja, wollte er gerade nicht mitkommen. Habt ihr gesehen, ne? Gerade kein spontan, keine Lust. Spontan, keine Lust. Okay, so wie das aussieht, kann man hier schon mit 47 hin. Der gute Magier da hinten war 47. Ich glaube, wir sind mit 45 hergekommen, aber wir konnten ja keine Quest annehmen. So, jetzt schicken wir ihn erstmal ins Getümmel. Kriegen wir nämlich ganz auf die Mütze. So, sehr schön. Es gibt der Viert wieder. Wütend sind wir. Nein, der Vierte nicht. Oder der ist vier immun, wenn das Herz der Blablabla an ist. Gibt es keine Möglichkeit zu stoppen. Okay, dann ist der 4 immun. Das ist ja cool. Wahrscheinlich sind wir dann auch 4 immun in der Zeit. Weil wir wachsen ja quasi, oder wir werden ja mitwütend. Dann sind wir nicht mehr aufzuhalten. So. Da gefunden. Heiligschaden. Okay. Naja, sieht jetzt nicht so toll aus.
gut. Manchmal hat man Glück und sieht richtig cool aus, die Sachen, aber manchmal, ne? Das ist aus wie Buttermesser. Oh nein. Keine Ahnung, wo das ist. Sag ich halt, das sag ich halt. Das sieht aus, ne? Aber leider looten kann man es nicht. Den jetzt, wenn ich mich jetzt totstellen würde, auf der dann durch den Boden fangen würde, blub, blub, blub. Dann weiß es nicht. Dachs und Dolch erschlagen, ja. Ja, zumindest ist er wieder da. Funzenockelt. Mal sehen. Hier ist alles ziemlich ausgerottet. Da ist alles ausgerottet. Könnt ihr fast sagen, hier war noch ein anderer. Aber da wir wissen, dass da noch ein anderer war, passt das. Als Nahkämpfer ist der Jäger zu vergessen, wie ihr gerade eben gesehen habt. Kriegt ihr nämlich richtig ein paar auf die Mütze. Zwar nicht ohne. Ah, okay, ich habe Trichterwinter getrunken, darum habe ich wieder Platz 1 frei. Okay, ich hatte einen Platz frei, weil ich Trichterwinter getrunken habe. Der Platz geht so schnell, wie er gekommen ist. Käfer immer sehen, muss ich daran denken. Ich habe, wenn ich getwinkt habe oder so, hab ich hier dann auch immer gern getwinkt und habe dann Kämpfe gemacht. Ja, aber, also hier diese Petkämpfe. Ja, Haustierkämpfe. So. Aber gut. Damals. Man tut ja sonst nichts, ne? Man tut ja sonst nichts.
bauen wir jetzt mal auf unser Gefährt. Und suchen noch ein, zwei Zwerge, die dann nicht durch die Wand fallen. Da hätten wir ja schon mal einen. Ich hoffe, das geht. Sieht gut aus. Gibt es dann nur noch einen Dolch, dann kommen drei. Mal gucken. Vier Quests abgeben. Das wäre doch cool. Und die Stunde anscheinend zu nah. Aber man kann es nicht drücken, wenn man im 4 ist. Okay. Sehr schön. Geben wir mal Quests ab. Das ist auch schon wieder. Wunderschöne Sache. Von Ragnaros. Das Licht segne euch. Innen war das da drin? Nein, das war nicht drin. Was kann ich für euch tun? Jetzt könnte man ja denken. Doch ein. Fertig. Wie ist das denn? Ah, okay. Ja, ich weiß, wer oben, genau. Richtig. Die Kiste ist eigentlich noch nicht da, die kommt irgendwann. Hört sich jetzt mysteriös an, als ist. Nee, ich glaube, das gibt man irgendwie ab und dann stellt ihr die dann von uns hin oder so. Man muss aber noch irgendwas anderes da oben nachher machen. Gut, geben wir jetzt erstmal weiter unsere Quest ab. Ich werde dann auch freundlich hier. Sehr schön, aber wir haben keinen Platz. Das mal schicken wir nachher. Die Flamme kann man gebrauchen. Aufheben gebunden. Stand. Oh, das haben wir schon, ne? Hier angebunden. Weg. Anlegen gebunden. Weg. Passt schon wieder gut aus. Ja. Tja, da oben. Schöne Sache. Seid auf der Ruhe, ganz oben. Ist gar weg. Da sogar Stoff hatten wir an. Sehr gut. Nein, wir sind aber immer noch nicht freundlich. Wie viel fehlt uns denn noch? Wer ist das? Thorium. Okay, die Hälfte haben wir. Naja, ich würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play WoW, die Burning Crusade, Folge 79, alles klar. Lasst ein Abo da und da könnt ihr nämlich nichts mehr verpassen und es ist kostenlos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, tschüss.